Moin Markus. Morgolo. Ja, schön, dass du hier mit mir das Testimonial aufnimmst. Vielleicht stell dich doch einmal ganz kurz vor in ein, zwei Sätzen. Wer bist du? Was machst du? Und wo kommst du her? Ja, ich bin der Markus, komme aus dem schönen Frankenland, nämlich aus Nürnberg. Bin seit etlichen Jahren selbstständig in der IT tätig. Das heißt, ich betreue Netzwerke bei Steuerberatern und Rechtsanwälten. Und nebenbei mache ich natürlich auch noch viel Sport. Ja, das ist so meine kleine Kurzgeschichte, die ich habe. Mehr gibt es eigentlich erstmal nicht zu sagen. Ja. Okay, ja. Und ich sag mal, wir arbeiten ja jetzt schon eine Weile zusammen und mit welchen Problemen oder Herausforderungen hattest du zu kämpfen, bevor du bei mir im Coaching warst? Da blicke ich ein bisschen weiter zurück. Früher war ich sportlich aktiv. Ich habe Fußball gespielt, wie vielleicht viele Jungs. Habe Hockey gespielt, Feldhockey, das auch relativ intensiv mit 3 bis 4 Mal Training die Woche, Wochenenden spielen. Das ging so 10, 12 Jahre lang so bis 30. Dann hatte ich eine kleine Verletzung am Knöchel, die dann aber dazu geführt, dass ich länger ausgefallen bin als erwartet. Und im Anschluss habe ich den Anschluss einfach auch nicht mehr so gefunden. Und dann hatte ich das mit der Hockey-Karriere dann im Endeffekt erledigt gehabt. Danach bin ich zum Golfen gekommen, habe ich dann auch relativ intensiv gemacht. Nur hat mich dann allerdings die Selbstständigkeit sehr stark eingeholt, sodass für den Sport Golf, ja, Golf ist auch ein Sport, wenig Zeit blieb. So, damit ging eigentlich im Endeffekt eins einher. Ich wurde immer unbeweglicher, ich wurde mental schwächer, ich war auch nicht mehr so leistungsfähig im Bereich der körperlichen Aktivität als auch im Arbeitsleben. Das hat mich dann dazu geführt, bevor ich zu dir gekommen bin, Colo, mich damit zu beschäftigen, mich wieder zu bewegen. Habe ich dann selbstständig erstmal auf so eine Laufgeschichte eingelassen, die ich dann im Endeffekt auch ein halbes, dreiviertel Jahr lang praktiziert habe. Am Anfang super Fortschritte gemacht, bin fitter geworden, habe Gewicht verloren, war mental auch wieder ein bisschen stärker. Aber nach dem Zeitraum von ungefähr, ja, dreiviertel Jahr kann man sagen, hat das Ganze stagniert. Sprich, die Leistung ist nicht mehr besser geworden, egal wie ich trainiert habe. Unterm Strich habe ich mich da ein bisschen planlos gefühlt. Zusätzlich habe ich gemerkt, dass es mich dann auch sehr stark mental belastet hat, dass ich mich einfach da auch immer verbessert habe. Daraufhin bin ich über Recherchen im Internet im Endeffekt auf Rocket Racing gekommen und habe mir dann einfach so ganz frei, gedankenfrei, sagen wir mal so, dir ja eine Anfrage gestellt, wie es ausschaut, ob du nicht Lust hättest, einen Sportler, der früher mal aktiv war, wieder mal an den Fitnesslevel nach oben zu bringen. Und so sind wir beide dann vor, ja, jetzt fast 2 Jahren zusammengekommen. Und warum hattest du dich damals bei mir gemeldet? Weil die Stagnation meiner Fitness mich einfach in der Hinsicht nicht zufriedengestellt hat. Dabei hatte ich aber noch nicht den Blick, den ich jetzt habe, nachdem wir jetzt ja schon eine längere Zeit zusammenarbeiten, sondern da ging es mir hauptsächlich einfach nur, ich möchte fit werden, um in der Arbeit im Endeffekt leistungsstark zu bleiben, um für die Familie, die noch jung ist, mit einigen Kindern im Endeffekt dann auch da und fit zu sein. Das war so mein grundsätzlicher Weg, den ich mit dir eigentlich gehen wollte, den wir ja auch gegangen sind bis dahin. Und was hat sich seitdem verändert? Was hat sich für dich persönlich verändert? Was hat sich in deinem Alltag, in deinem Beruf, allgemein auch deine sportliche Performance, was hat sich da verändert? Gut, da überreiße ich jetzt mal den ganzen Weg bis zum heutigen Tag, sage ich mal, weil man muss ja dazu sagen, wir haben ja unser Programm ja in der Hinsicht ein bisschen ja noch angepasst, indem wir das ja die letzten 3 Monate ja intensiviert haben, sehr stark. Am Anfang, bis zu diesem Start der 3-monatigen Intensivierung, war es so, dass meine Leistungsfähigkeit im sportlichen Bereich enorm gestiegen ist. Das muss man wirklich sagen. Das Konzept mit Belastung und Regeneration hat mir wirklich den ganzen Körper eine wirkliche Fitnesswelle mitgegeben, die mir einiges im Leben wirklich auch erleichtert haben. Also ich war nicht mehr so schnell aus der Puste. Ich habe einfach gemerkt, ich fühlte mich frischer,
Das ist einfach so. Mental ging es auch bergauf. Nur habe ich dann festgestellt, dass es irgendwie noch nicht so alles sein kann. Also es hat sich in mir irgendwas gelegt, wo ich gesagt habe, da muss noch irgendwas anders sein, was mich komplettiert. Und daraufhin sind wir in dieses Intensivprogramm, wenn ich es jetzt mal so nennen kann, eingestiegen über die 3 Monate, wo wir alle Bausteine des Körpers im Endeffekt im Ganzen betrachtet haben. Fitness, Mental und Ernährung. Und was hat sich seitdem für dich verändert? Und seitdem wir das gemacht haben, hat sich bei mir wirklich die mentale Stärke sehr stark verändert. Das heißt, ich bin mental stärker geworden, was in der Arbeit mir auch sehr, sehr viel mehr Stärke in meinem Beruf gibt. Sprich, wenn ein Problem auftritt, es kann noch so komplex sein, man geht mental stärker ran. Man kommt auch mit Rückschlägen besser zurecht. Das ist einfach definitiv so. Ich bin ausdauernder geworden. Ich habe auch meinen Tag besser eingeteilt, gelernt, meinen Tag wieder besser einzuteilen, was völlig verloren gegangen ist. Ich habe eigentlich nur noch gearbeitet, so wie halt alles auf mich zugekommen ist. Jetzt ist das strukturiert. In der Ernährung hat sich das ergeben, dass ich den Zucker von mir aus zu 95% weggelassen habe, was natürlich noch in irgendwelchen Nahrungsstoffen, Nährstoffen drin ist oder Lebensmittel drin ist, wo ich es nicht steuern kann, da nehme ich den Zucker weiterhin natürlich zu mir. Aber ansonsten habe ich aktiv es geschafft, den Zucker aus meinem Leben nicht zu verbannen, sondern sehr, sehr stark zu reduzieren, was natürlich auch sich auf das Gewicht zusätzlich, aber auch auf den ganzen Körper einfach wiedergespiegelt hat. Es ist einfach alles in die positive Richtung gerutscht. Und das Schöne ist, es hat einfach Lust gemacht, noch mehr zu tun. Okay, ja, spannend. Und was, du hast das ja schon gerade so angesprochen, was möchtest du denn als nächstes angehen? Also mein Ziel, was ich jetzt gesteckt habe, was sich so innerlich in mir rauskristallisiert hat, ist im Endeffekt ein 70-3, da nennt sich es ja Triathlon, im Endeffekt eine halbe Distanz, die ich so innerhalb des nächsten Jahres, sprich der Stichtag ist dann so 30.06., 30.09., einfach schaffen möchte. Diese möchte ich aber nicht schaffen, dass ich so mit dem letzten Atemzug hier über die Ziellinie rutsche und dann sage, Gott sei Dank, ich habe es geschafft, sondern ich möchte das schon in einer vernünftigen Leistung schaffen und aber auch das Gefühl haben, während des Wettkampfes eigentlich immer die Kontrolle über den Körper dann weiterhin zu haben. Also das heißt, es müssen so viele Reserven da sein, dass ich mich, klar, wenn ich jetzt sage, wohlfühle, dann sagt man, ja, der schleicht nur vor sich hin. Aber dass es mir einfach gut geht da in der Hinsicht. Ich weiß, die Belastung wird stark sein. Ich habe das jetzt auch schon ein paar Mal mitgekriegt und bin auch in einigen Gesprächsrunden dabei, wo ich sehe, was da Leute leisten, die sowas machen. Da habe ich auch Respekt davor. Aber ich glaube, es wird mir einfach gut tun und ich möchte es einfach in einer Art und Weise schaffen, dass ich trotzdem zufrieden da rausgehen kann aus dem ganzen Wettkampf. Das ist erstmal das grundlegende Ziel, was wir haben. Und glaubst du hast mit mir da den richtigen Partner an deiner Seite, um das Ziel gemeinsam zu erreichen? Ja, da muss ich sagen, das kommt immer auf die Persönlichkeiten drauf an. Mit dir habe ich den richtigen Partner da an der Seite. Was ich sehr schätze, ist deine Ruhe, deine Erfahrung, die du als eigener Triathlet einfach mitbringst, um auch wirklich, wenn es mal etwas, Forscher zur Sache geht in der Richtung, ich würde gerne etwas mehr machen, bist du auch derjenige, der einfach sagt, du mach mal langsam, bremst mal lieber, wir müssen Belastung und Regeneration im Auge behalten, wir müssen auch die Ernährung im Auge behalten, wir müssen schauen, dass du vernünftig lebst, du musst auch deine Arbeit schaffen. Das heißt, dieses ganze komplette Paket, was du jetzt anbietest in dem Bereich, das ist maßgeschnitten auf mich. Du berücksichtigst auch alle Eventualitäten, die von meiner Seite als Input an dich herangetragen werden und dadurch optimierst du im Endeffekt die Steuerung dahin. Was für mich das Ergebnis hat, ich verlasse mich zu 100% auf das, was du tust, was dann auch zur Folge hat. Ich weiß, zum nächsten Jahre, 30.06. oder 30.09., je nachdem, wie wir das dann schaffen, werde ich soweit fähig sein, einen Triathlon in dieser Distanz zu absolvieren. Cool. Ja, es freut mich, Markus.
Meinst du, das hättest du auch mit einem einfachen Trainingsplan erreicht, was du jetzt erreicht hast so in den letzten 3 Monaten? Nein, definitiv nicht. Dazu habe ich zu wenig Erfahrung, A, über Trainingssteuerung, das muss man ganz klar sagen. Man muss den Leuten, die das Wissen auch haben, die auch Erfahrung darin haben, und das ist für mich wichtig, ich suche schon immer Menschen, die auch Erfahrung haben, hätte ich das so nicht geschafft. Ich hätte nicht gewusst, wie muss ich meine Ernährung anpassen, die aufs Training abgestimmt ist. Was muss ich tun, um die Regeneration wieder hochzubekommen? Im Endeffekt, was kann ich tun, um mental stärker zu werden, sei es kleine Meditationen zu machen, sich die Auszeiten im Tag zu nehmen, den Tag zu planen? Das soll nicht heißen, dass ich völlig planlos durch den Tag gelaufen bin, sondern einfach, es muss eine Struktur da sein, die Familie, Arbeit und Sport in der Art und Weise miteinander kombinierbar lässt. Und da ist das Problem einfach das, dass ich das alleine gar nicht geschafft hätte, weil ich dann einfach mein Fokus immer zu sehr in die jeweiligen Richtungen geschoben hätte. Ich hätte zu sehr Sport gemacht, dann, okay, Sport, da muss ich mich jetzt auf Ernährung konzentrieren, da musste ich mich einarbeiten, hätte ich keine Ahnung, was ist gut, was ist schlecht. Klar, man kann sich da auch viel übers Internet einlesen. Da muss ich sagen, manchmal liest man auch Verkehrtes, was man, dem man dann auch traut. Mentale Geschichten, um zu sagen, als Beispiel, wenn eine Session mal schlecht läuft, warum sollte man trotzdem sagen, es ist ganz gut gewesen, weil es mental einfach abhängig ist, ob die Session im Endeffekt, auch wenn sie schlecht lief, positiv war, ja, bei einer Trainingssession. Und ich hatte früher Trainingssessions, die waren einfach nicht gut, und da war ich auch wirklich dann etwas sauer auf mich selbst, enttäuscht von mir selbst. Und es zieht einen mental runter. Mittlerweile, wenn eine Session nicht gut läuft, dann ist es ein Signal von meinem Körper, dass ich mitbekommen habe, dass irgendwas nicht so weit in Ordnung war. Und ich arbeite das mental ganz anders auf und gehe teilweise auch gestärkt aus der ganzen Geschichte raus. Und das schaffst du, also ich persönlich schaffe das nicht alleine. Es gibt vielleicht Menschen, die das können, muss man ganz klar sagen. Aber ich von meiner Seite aus muss ganz klar sagen, ich würde das alleine nicht schaffen. Also ich bräuchte da im Endeffekt immer Hilfe, und die habe ich mit dir gefunden, da einfach diese Verbindung zwischen dir und mir im Endeffekt einfach stimmt. Ja? Also von, sei es von der menschlichen Seite her, sei es auch von der Athletenbetreuung her. Super, Markus. Es freut mich. Und ich freue mich auch auf den weiteren Weg mit dir. Mhm. Ja, perfekt. Das tue ich auf jeden Fall auf. Da hoffe ich mal, dass der auch noch sehr lange gehen wird, ja. Dann machen wir das nächste Testimonial am 30.06. oder 30.09. Ist doch gut. Da werden wir mal oder sehen, einen Tag danach. Ja, genau, einen Tag danach, vielleicht nicht so, aber vielleicht eine Woche danach. Ja, ja, perfekt. Ich danke dir, Markus. Ja, danke dir auch, Bruno. Ciao. Ciao.